Servus und hallo zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, wir spielen wieder mal DL-Saison mit den Kölner Haien und der Klim ist diesmal wieder dabei. Ja. Ich habe, wie ich mir das Video angeschaut habe, hat man gemerkt, dass es irgendwie so komisch halt, wenn du redest. Ja, das habe ich selber gemerkt. Ich weiß nicht, irgendwie. Ja, scheiß Mikro halt. Ja, wir spielen gegen Klims Lieblingsteam, gegen die Adler Mannheim. Köln gegen Mannheim. Wieso sind da jetzt 6 Minuten eingestellt? Amen. Granada. Naja, auf jeden Fall Mannheim. Wir haben schon festgestellt, sehr komisch rein. Ich hab keine Ahnung, ja. Ich hab festgestellt, sorry. Und Köln Mannheim, ja gut, ich glaube, es gibt nicht wirklich eine größere Feindschaft. Doch, natürlich, Düsseldorf, Köln, vielleicht Mannheim, Schwenningen, Mannheim, Berlin, die mögen sich halt alle nicht, aber trotzdem, auf jeden Fall, Mannheim, Köln mögen sich gar nicht. Ich glaube, das habe ich klar und deutlich formuliert. So, Turnbull gegen Gotsch, den magst du auch nicht, gell? Scheiße, ich habe erst mal Gotsch ist ganz okay, aber ich würde ihn trotzdem nicht in die erste Reihe stecken. Warum kriege ich jetzt hier so scheiß Ding angezeigt? Was soll denn das jetzt? Mein Gott, Alter, warum werden mir hier so scheiß Tipps angezeigt? Brauche ich nicht. Wen ich nicht mag, ist Daniel Spa und Jodri. Ey, das ist so nervig, warum ist das eingeschaltet? Ich brauche keine Live-Tipps. Leck mir am Arsch. Brauche ich nicht. Live-Tipps. Marcel, der Anfänger. Sport-Live-Tipps. Amen, na, komm. Oh mein Gott. So. Oh, komm, ich verliere schon wieder jedes Bulli, ey. Schon wieder so ein Spiel, wo ich jedes Bulli verliere. Ja. Ich hätte gegen das Duell mit 2-0 an Köln und das in Mannheim. Also Mannheim hat diese Saison... Ja, es ist noch immer da. Er leckt mich doch am Arsch. Ja, warum ist das eingeschaltet? Aus. So, danke schön. Ich brauche keine Tipps, Alter. Wie gesagt, das ist sehr, sehr heftig, wenn man zu Hause kein Tor schießt, dass es überhaupt mal zustande kommt. Und dann passiert das auch noch beim ersten Heimspiel der Saison und das auch dann gegen Köln. Wie geht das? Scheiße. So. Ich verliere schon wieder das Bulli. Er leckt mich doch am Sack, ey. Kann doch nicht sein. Danke, Wesslau. Bist nett. Was war denn das für ein Pass, Mann? Wohin, Alter? Warum läuft der Samuelsen zurück? Na, Alter. Mach die KI schon wieder, was die will, ey. Mein, der lässt sich wieder den Puck abnehmen, der Lappen, ey. Scheiß Sulzamer, na komm. Was macht... Oh mein Gott, Gott hat das leere Tor nicht getroffen. Ach komm. Sorry. Der Torwart kommt raus, der Puck springt irgendwie von der Bande ab und Gott verfehlt das leere Tor. Arschleicht dich, Alter. Patrick Hager. Oh, Phil! Gogo, oh mein Gott. So, Sean Lalonde. Nein, nicht Sean Lalonde. Scheiße, Akta, der ist voll. Oh, boah, Gott, Alter. Ich hätte schon wieder allein vom Torwart, was macht er nicht? Letztes Jahr. Was? Letzte Saison. Sie haben Akta letzte Saison Verteidiger des Jahres. Ja. Der DEL halt. Das finde ich Verteidiger der Welt oder was? Nein, von der deutschen Liga. Oh mein Gott, abgefälscht von Jones. Mal leck mich doch am Arsch, ey. Lass dich halt den Puck abnehmen, als so 5-jährige Kinder, wenn die einmal in der Woche Eishockey spielen, Alter. Was macht der Wessler? Oh, Uvira, lauf. Oh mein Gott.
Oh, Arendt. Ah! Scheiße, Alter. Als ob der Arendt so schnell ist. Der ist 35. Na komm. Na, Arendt ist nicht schnell. Der hat doch voll den scheiß Werfmann bei NHL. Der hat glaube ich 62 oder so. Tempo. Ist halt ein Publikumslied irgendwann. Ronny Arendt Hooligan. Oh, Kollerig. Dominik Bittner. Bittner auf Nikolai Gotsch. Und Westlauf fängt den Puck runter. So, geht gleich weiter. So, Bias. Von dem habe ich noch nie was gehört. Von wem? Von den Bias. Hast du jetzt Latta für Krämer spielen lassen? Latta. Oh, Müller, alles klar, der geht da durch. Oh mein Gott, ich hab grad nur eine Hand am Ding gehabt. Am Controller, weil ich das Headset richten musste. Ich hab nur mit dem linken durchgekommen durch die ganze Abwehr. Und Hospelt, wohin? Warum kann der... 2 gegen 1 ist so ein Schrott in NHL. Der passt immer irgendwo hin. Nee, nicht zum Spiel. Oh mein Gott, Schlange von Boucher. Ah, oh, Latta wird daneben. Ich sag's euch jetzt, weil ihr wisst es wahrscheinlich noch nicht. Ich fahre am Wochenende nach München. Nach München. Und deswegen werden keine Videos kommen. Am Sonntag wird dann wahrscheinlich wieder ein Video kommen, da komme ich zurück. Irgendwann in der Früh. Ja. Scheiße. Boah, Wesslau, Alter, Wesslau ist so ein Eishockey-Gott, ohne Spaß. Ich schaue mir auch ein Red Bull München Match an gegen Wolfsburg. Oh, Alter, was geht denn jetzt? Jetzt habe ich Schluck auf. Schluck auf beim Aufnehmen ist nicht so geil. Da gibt's schon ein paar YouTuber, die es machen. Also die es haben. Was? Mit Schluck auf aufnehmen. Ja, das ist so scheiße, Alter. Da kannst du nicht zocken, wenn du Schluck auf hast. Tja, aber das hast du in irgendeinem anderen Video auch schon gesagt, glaube ich. Und Salmonson! Ah, fuck, was? Finalneuauflage. Genau, ich schaue mir nämlich München gegen Wolfsburg an, also morgen am Samstag. Und ich sitze irgendwo in der Ecke, weil einfach nichts anderes frei ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull München ausverkauft ist. Schaut sich ja keine Sau an. So, 4 Sekunden, dann nehmen wir mal den Torhüter raus. Sollten wir keinen MTNet-Tor kassieren. Oh mein Gott, ja. Ich mache das nämlich immer, wenn wir irgendwie so 4 Sekunden, 3 Sekunden im Angriffsdrittel noch haben und ich habe einen Bullen angesiedelt, so rum. Dann nehme ich immer den Torhüter raus und versuche vielleicht, dass ich mit 6 Spielern ein Tor schieße. Das ist gar nicht so eine schlechte Taktik, oder? Und Uvira. Oh, schon wieder Stange, Mann, das gibt's ja nicht. Zweimal Stange schon jetzt. Luke Adam. Schöner Pass auf Jamie Tardif. Und zurück zu Adam. Alter, was geht denn ab, ey? Defense, wo seid ihr? Oh, schön abgelegt auf Ryan Jones. Oh mein Gott. Scheiße. Und Gotsch ist... durch. Scheiße. Oh, schöner Save von Wesslau wieder, Tardif. Und wir stehen noch 0-0, gell? Ja. Tja. Sind noch ein echt wenig Tore gefallen. 2-0 ist wie gesagt Ausgang für Köln. In Mannheim, das ist bitter. Oh mein Gott, ich krieg aber dieses Scheißbock nicht rein. Ey, der Uvira hat schon so viel, er hat schon 3 Chancen oder so gehabt, noch kein einziger war drinnen. Noch den Puck, du Lappen. Oh, Vira, Alter, was macht der da?
Rubiere ist, glaube ich, letztes Jahr der schnellste DL-Spieler gewesen. Letzte Saison. Der hat vielleicht 70 Tempo oder so. So unrealistisch. So, jetzt Powerplay Mannheim. Weil ich unnötig jemanden gecheckt habe. Der Puck war schon irgendwie 3 Sekunden weg und ich check ihn trotzdem. Ja, Wessler, vielleicht nimmst du den Puck, du Lappen. Alter, was machen die da? So, Hager. Hager ist schnell. Rüber auf Ryan Jones. Der Ryan Jones hatte mal in der NHL gespielt, oder? Ja, hört sich so an, aber ich weiß es nicht. Die amerikanischen Spieler, die kommen von alle, von irgendwo da drüben, ja. Ja, aber der war ja fix in der NHL, also nicht nur so, weiß ich nicht, 10 Spiele in der Saison, der hat ja richtig in der NHL auch gespielt. Im Stammkader war der. Oh mein Gott, Alter. Das könnte hier schon 2 zu 2 oder 2 zu 3, 2 zu 2 oder 2 zu, Ma, diese Versprecher immer. Es könnte schon 2 zu 2 oder 3 zu 3 stehen, finde ich. Persönlich. Weil Torschossen gab's genug. Und jetzt seid ihr schon im zweiten Drittel, oder? Ja. Immer diese Fragen, die so offensichtlich sind. Oh mein Gott, Alter. So, Travis Turnbull in Unterzahl. Alleine gegen den Verteidiger. Scheiße, kommt nicht vorbei. War eh klar. Er leckt mir mal. Hallo Defense. Corey Potter. Er hat mal in der Lockout Season bei den Caps gespielt. Schöner Save von Wessler. Alter, Wessler ist ein richtiger Eishockey-Gott. 14 Saves schon. So, Dan Byers. Dann lass mich mal die Statistik von Wessler ausrechnen. 14 Schüsse alle gehalten. Bro. Da muss man kein mathematisches Genie sein. Um rauszufinden, wir sind voll 100%. Mein Gott, die Scheißbuck einfach nicht rein, Alter. Das gibt's ja nicht! Oh! Also ich bin ja klar das bessere Team eigentlich, finde ich. Ey, die Amulok hat einen Lenkradius vom Traktor, ey. Ist ja Wahnsinn. Vierte Linie, mal ist alles klar. Kann das sein, dass die vierte Linie jetzt zum ersten Mal zusammen am Eis ist? Reinhard. Oh, schön. Der Boucher ist doch voll gut, oder? Hallo. Gib doch Schwuchtel, wo ist jetzt schon wieder? Reinhard. Warum gehst du einfach so ein Video weg, Junge? Ja, sorry. Hättest du gesagt, ich bin kurz weg. Ja, ey, der Boucher ist doch voll gut, oder? Ja. Würde ich mal so behaupten, ja. Der hat 65, arme Nacken. Da dein Füßen, wo du stehst. Ich hab's wieder voll in Ordnung. Oh, schön. Alter, wenn er so weitergeht, wird das hier 0-0. Wirklich, ohne Spaß. Weil die Torhüter halten bisher alles. In der Ebel sind die Torhüter voll schlecht, Alter. Wieso bleibt der Lalonde jetzt stehen? Ich verstehe es nicht. Oh je, es kracht. Wieso kracht es jetzt? Oh mein Gott. 1-0 Mannheim. Und wer war's? Ich glaube Spa. Ey, ich darf die Töne jetzt nicht singen, sonst hört sich das Video scheiße an.
Alter, jetzt rauscht schon wieder, ey. Verdammt, die Scheiße. Oh. Jetzt geht der Sulzer wieder aus dem Drittel raus, arme Nagoyo. Ah, das gibt's ja nicht, hä? Wie kommt der da durch? Alter. In der DEL fallen ja allgemein wenige Tore, oder? Ja, was heißt wenig? Also mehr als in der NHL, aber... Du hast doch gesagt, es geht immer 1-1 oder sowas. Nein, bring doch den Pass rüber zu Jones! Ja, Wahnsinn. Ich krieg nichts rein. Nein, oh mein Gott, größte Chance EU, Alter. Scheiße. Warum EU? Halt's Maul. 1-0 Mannheim, ey, ich könnte kotzen. Ja, lange Zeit bleibt nicht mehr, oder? Ein Drittel. Ist noch alles drin. Ich muss jetzt voll offensiv gehen. Das ist gegen Mannheim keine so gute Idee, aber besser als einfach nicht. Ey, Uvira, beweg dich doch, wenn ich drück! Ich will nur raus und tu einfach Latte rein fürs nächste Match. Ich habe jetzt Creme rausgetan. Ach, für Latte! Oh mein Gott, Wessler, Alter, wenn der nicht wäre. Sogar Zivzer ist im Tor. Naja. Oh, schöner Check von Lalonde. Alter. Wegen? Keine Ahnung. Naja, also es ist schon immer sehr hart, wenn man hier in Köln spielt, gibt meistens auch Schlägereien. Vor allem, weil der gute Danny Richmond da immer aufmerken können. Nummer 90, wenn man hin. Alter, Bayers gegen Royal, Bayers gegen Royal. Schlägern sich gerade. Ja. Oh Mann, ja, das wird. Also, das ist echt spannend. Also, aber Royal verkackt gerade ein bisschen. Royal hat Haare hier in NHL 17. Gleich gehen die weg. Okay, ich hab verloren. Naja, ich weiß nicht, ob Bayers wirklich. Ey, jetzt hat auf einmal keine Haare, hä? Ja genau, habe ich ja gerade gesagt, das ist so ein Bug in dem Chill. Bei der Schlägerei hat der Haare. Toll. Ja, aber der hat eine Krankheit, der hat gar keine Haare am Körper. Hast du mir schon tausendmal gesagt. Ja, was. Naja. King. Auch nicht gerade das Beste, aber naja, er ist Publikumsliebling, er verdient seine Geld, er ist ein voller Adler. Und ich mache ihn auch. Nein, der trifft den Punkt nicht! Oh mein Gott! Er trifft den Punkt nicht!
vor ihm. Psst, 2-0 Mannheim. Du, die Nummer? King. Okay. Ja, okay, scheiße. Jetzt warten. Man nennt es in Mannschaft die Anführung und Verteidigung. Ja. Weil, ja, gegen München. Haben sie uns einen oder anderen Kern gegeben, aber trotzdem ist gegen München. Verliert die Regel schon. Scheiß Hendrik. Es ist von Wolf und Richmond. Wolf und Richmond. Konter. Ach du Huren, Alter. Save von Wessler war richtig. Ey, das sind doch paar. Pff. 3-0 Mannheim. Okay, das war's. Ey, die spielen so scheiße, wirklich die CPU mal wieder. Verteidigt irgendwie. Wie wär's gemacht? Gotsch. Na, ich freue mich schon auf den anderen Torben. gehört meiner Meinung nach, wenn ich Adler-Fan bin, eher zu der guten Hälfte der Torben. Das Lied. Nur. Sagst du? Gibt bessere, aber gehört eher zu den guten als zum schlechten. Glaube ich. Vielleicht nicht Berlin. Oh, Vira, lauf, du fette Sau, Alter! Ey. Was war das für ein Pass, Mann? Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Die wollen nicht spielen. Ja, Haken, so, jetzt mach mal Auszeit und Goalie runter. Holt selbst ein Torwart raus. Mhm. Ja gut, in MC 17 sollte man es auch so früh möglich machen, vor allem bei 3 Tor Rückstand. Echt, will ich schon noch ein bisschen warten. Puh, das ist ja Wahnsinn. No, mein Gott, der sollte kann den Puck nicht stoppen, ey. Ey, komm, lass doch nicht normal. Oha, das ist keine Strafe! Dieser Pass, der war schon wieder so göttlich. Wo war der Pass jetzt hin? 5-0. Weil die Hurensöhne nicht. Akta. Ins leere Tor kann ich auch schießen. Hey, sind das Wichser, die kriegen den scheiß Puck einfach nicht rein, ey. Ja, jetzt.
jetzt brauche ich auch kein Tor mehr, Alter. 4:1. Probieren wir es nochmal mit Internet. Achso, scheiße, ich habe keine Auszeit mehr. Hätte ich gleich mit Lines und Touchpad machen können. Jawohl, 4:2. Wie lang noch? 2:46. Okay, also zwei recht schnelle Tore, kann man sagen, oder? Bei dem Powerplay, oder? Nee. Nee, nicht bei dem Powerplay. Das war im Powerplay jetzt. Patrick Hager. Patrick Hager. Ah, fuck. Nein, abseits, scheiße. Nein, da kommt der Pass nicht durch. Scheiße, 2 gegen 1, empty net. Fuck, 5:2. Ja, die Türme klingt heute. Ja, 2 empty net Tore, Alter. Sonst kriegen sie eh nichts hin. Mehr als du. Das sind das ein paar Lappen. Geh doch zum Puck, Junge! Meine Fresse, Alter. Ey, noch eine Schlägerei. Müller gegen Judry. Na, da wird Müller gewinnen. Bei Judry? Ich habe ihn noch nie drinnen gesehen. Deswegen nehme ich mal an, dass der nicht so der Schläger gewiss hat. Keine Ahnung. Und? Mein Wichsspieler trifft nichts! Und wenn ich ausweichen drücke, was macht er? Missgeburt, ey. Kapitän, Alter. Ein Kapitän sollte schon kämpfen können. Oh, meine Fresse, ey. Ja, leck mich am Arsch, ey. Ey, der labert da noch von Strafen, wenn das Spiel ist schon längst vorbei. Juck keine Sau. Kacke, weil ich scheiß Zepioni spielen kann, Alter.
Gucken wir mal, gegen wen wir als nächstes spielen. Was? Gegen Krefeld. Ja, das sieht aber freundlich an. Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Lasst ein Like da, ein Abo wäre auch ganz schön. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!